Jo, was geht ab? YouTube Timo hier. Und jetzt ist es bald endlich soweit. Viermal noch schlafen, dann startet die Diablo 4 Closed Beta. Für mich ehrlich gesagt das lang erwartetste Spiel seit 10 Jahren. Diablo ist mein Lieblingsfranchise. Aber trotzdem muss ich mich versuchen, etwas vom Hype her zurückzuhalten. Denn wir wissen genau, was Blizzard die letzten Jahre präsentiert hat. Gerade auch zu Release und mit den ganzen Pay-to-Win-Geschichten. Dennoch kann ich trotzdem nicht verhindern, dass ich in gewisser Weise gehypt bin. Und mich enorm auf die Beta freue. Und deswegen denke ich mal, im Vorfeld werde ich euch jetzt hier kurz mal die Informationen zusammenfassen. Denn es gab jetzt immer Spekulationen von wegen, wie lang geht die Beta, wie ist das mit den Zeitzonen, was genau muss ich machen, um die Beta-exklusiven Inhalte freizuspielen, dass ich die dann auch im Spiel habe, wenn der Release kommt. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal kurz im Detail an. Also es sieht so aus. Freitag startet die Closed Beta für alle Leute von euch, die vorbestellt haben. Und hier steht noch vom 17. bis 19. März auf Windows PC, Xbox Series X, S, Xbox One, PlayStation 4 und 5. Also wer es vorbestellt hat, kann dann definitiv zocken, solltet ihr auf die Server kommen. Das ist auch nochmal so eine Spekulation. Und die Open Beta startet dann vom 24. bis 26. für alle von euch, die sagen, ne, Blizzard kriegt noch nicht mein Geld im Vorfeld. Die haben auf jeden Fall in letzter Zeit nicht gut performt. Und ich gucke mir das Game erstmal in Ruhe an, bevor ich euch blind das Geld in den Rachen stecke, was ich auch eine sehr, sehr gute Entscheidung finde. Muss ich wirklich sagen. Kurz dazu hier, die Daten stimmen nicht ganz. Denn schauen wir mal nach hier unten. Und wir reden hier von mitteleuropäischer Zeit. Die offene Beta bzw. die Closed Beta für alle Leute, die vorbestellt haben, startet vom 17. März um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit und endet am 20. März 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das heißt, ihr habt circa etwas mehr als 3 Tage, um aktiv zu daddeln. Das ist ein Freitag, der 17. und 20. ist der Montag. Das heißt, ihr könnt bis Montagabend nochmal zocken. Und die offene Beta startet dann vom 24. März, auch ein Freitag, und endet am 27. März, auch ein Montag, um 21 Uhr. So sieht das aus. Deswegen könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen die Zeit schon einteilen, wann ihr da daddeln wollt, wann ihr daddeln könnt und so weiter und so fort. Denn ihr müsst ja bekanntlich einen Charakter auf Level 20 spielen, dazu aber gleich mehr, um die Belohnung zu kriegen. Dann sieht es so aus, uns steht wohl der ganze Akt 1 zur Verfügung. Das sind hier die zerklüfteten Gipfel hier, eine zerfurchte Berglandschaft, spärlich besiedelt und natürlich hier auch mit Eis und so weiter und so fort. Schneelandschaft sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin gespannt, wie das im Endeffekt kommt. Und laut Blizzard können wir hier nach Belieben, nach Herzenslust die Landschaft erkunden und Dämonen metzeln, was Diablo ja natürlich ausmacht. Wir können maximal auf Stufe 25 aufsteigen und dieser Fortschritt wird auf jeden Fall dann noch in die offene Beta, die am 24. startet, übernommen. Aber natürlich gibt es ein Wipe zum Release, das heißt, euer Charakter wird zum Release komplett gelöscht und alles, was ihr erfarmt habt, wird wieder gelöscht. Also Akt 1 steht komplett zur Verfügung. Wir haben hier jetzt auch in der ersten Beta-Testphase vom 17. bis 20. Zugriff auf 3 Klassen. Das ist der Barbar, die Zauberin und der Rogue, also die Schurkin. Und am 24. bis 26. kommt dann nochmal der Necro und der Druide dazu. Dann können wir insgesamt 5 Klassen austesten. Und ich bin wirklich mal gespannt, denn vom Druiden hat man zum Beispiel noch gar nichts gesehen. Von den anderen Klassen kennt man schon so ungefähr die Skills, die sie mitbringen. Beim Druiden gab es nur Spekulation, dass der vielleicht in den Skills Crushing Blow hat, also Chance auf vernichtenden Schlag, kennt man vielleicht von Diablo 2. Sehr, sehr OP-Fähigkeit. Also, wir dürfen gespannt sein. Ihr könnt maximal 10 Charaktere erstellen. Und wie gesagt, der Fortschritt wird nach Ende der Beta dann gelöscht. Natürlich können wir hier auch Dungeons laufen, Vierer Dungeons. Dafür müssen natürlich alle einen Vorabzugang haben. Anders ist das auf der Konsole. Wenn ihr im Couch-Koop spielt, könnt ihr natürlich mit einem Account und eurem Freund oder Freundin in dem Fall, wie es euch beliebt, Monster schnetzeln. Das ist kein Problem, aber beide müssen einen authentifizierten Blizzard-Account haben, dass es klar geht. Ihr braucht aber nur eine Kopie vom Spiel bzw. einen Vorabzugang. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ihr für 5 Euro einen vorzeitigen Beta-Zugang euch über Blizzard besorgen könnt, dass ihr schon mal schauen könnt, ob das Spiel was für euch ist, ohne jetzt den Vollpreis bezahlen zu müssen.
Denn 60, 90 oder 100 Euro sind definitiv kein Pappenstiel. Und es sieht so aus, dass es ja eine Open World geben wird. Und sobald ihr in der Nähe von weiteren Spielern seid, gibt es 5% mehr XP. Und sobald ihr in der Nähe von einem Gruppenmitglied seid, kriegt ihr direkt schon 10% XP. Deswegen lohnt sich das natürlich, wenn ihr nur schnell in der Beta euren Charakter auf Level 20 leveln wollt, um dann die exklusiven Beta-Inhalte euch zu sichern für den Release. Lohnt sich natürlich, euch eine Gruppe zu suchen und dann eventuell durchzuschnetzeln. Gut, jetzt steht ja auch noch was zu Weltbossen. Natürlich wird es Weltbosse geben. Das ist auch hochgradig diskutiert, das Thema, ob das gut ist oder nicht. Hier steht jetzt auch noch nicht so viel dazu. Die sagen natürlich, es wird zu bestimmten Zeiten werden die spawnen. Es wird Events geben, wo man sich zusammentun muss und die runterrocken kann. Wird dann so sein, dass ihr in den bestimmten Bereich geht und dann automatisch in die Party reinjoint und dann auch automatisch den Loot bekommt, wenn ihr den Boss umhaut. Es wird ungefähr so laufen wie bei Diablo Immortal, dass ihr dann nicht extra irgendwie eine Gruppensuche oder so für an den Start bringen müsst. Ist natürlich Quality of Life, Weltenbosse, naja, will ich jetzt nichts zu sagen. Meiner Meinung nach haben die nichts in Diablo zu suchen, genauso wie Open World und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist meine bescheidene Meinung. Und jetzt kommen wir hier zu den exklusiven Inhalten, die ihr in das volle Release mit übernehmen könnt, sobald ihr die offene Beta spielt oder gewisse Bedingungen in der offenen Beta erfüllt. Und das sieht so aus. Wenn ihr mit einem Charakter Kiowaschat erreicht, bekommt ihr den exklusiven Spielertitel Erster Erschlagener. Kiowaschat, denke ich, wird die Hauptstadt in Akt 1 sein. Ein Umschlagsplatz, wo ihr Händler findet, wo ihr vielleicht Gruppen bilden könnt mit anderen Spielern für Dungeons und so weiter und so fort. Also quasi ein Melting Pot der Spieler, wo ihr halt auch vielleicht interagieren könnt mit anderen Spielern, was auch immer gehen wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Müsst ihr einfach nur die Stadt erreichen. Früher Erkunder, den Spielertitel, erhaltet ihr, wenn ihr mit einem Charakter auf Stufe 20 kommt, beziehungsweise Stufe 20 erreicht. Sollte auch nicht so schwer sein. Ich hatte jetzt leider nicht die Möglichkeit, die Closed Beta zu spielen, die exklusiv war, aber ich habe mir Informationen reingeholt und die Leute meinten so, 6 bis 8 Stunden wird das circa zeitlich in Anspruch nehmen. Und ihr könnt euch die Zeit natürlich aufteilen zwischen den beiden Beta-Phasen. Das müsst ihr jetzt nicht in einer Beta-Phase rocken. Also insgesamt innerhalb von 6 Tagen, Stufe 20, sollte schon klar gehen. Einfach mal ein Wochenende, einen Tag freigenommen und GG. Euch ein paar Leute gesucht. Wenn ihr Leute sucht, kommt natürlich in Discord hier bei mir. Ich verlinke euch den Link unten. Da findet ihr immer Gleichgesinnte zum Schnetzeln und Metzeln. Und last but not least hier, kosmetischer Gegenstand, Beta-Wolfsbündel. Das ist dieser kleine Wolfswelpe, den ihr auf dem Rücken mit euch tragen könnt. Ein exklusives kosmetisches Item, was ihr dann auch im Spiel habt. Meiner Meinung nach kann ich persönlich nichts mit anfangen. Ich mag Welpen sehr gerne, aber wenn ich einfach den Dämonen den Kopf abhacke, brauche ich keinen Welpen auf dem Rücken. Vielleicht eher so eine Knochenstandarte oder sowas. Aber ist natürlich ganz gut gemacht und sieht top aus. Wir sind es nicht anders von Blizzard gewohnt. Wie gesagt, wenn euch das Ding gefällt, nehmt euch das auf jeden Fall mit. Ich nehme es auch natürlich mit, vollständigkeitshalber. Und ich werde die ganze Beta, beziehungsweise beide Beta-Phasen auch komplett durchstreamen. Wenn ihr Hilfe braucht, Fragen habt, kommt gerne in den Chat, schreibt mich an und dann werden wir sicherlich eine Gruppe zusammenkriegen, euren Charakter auf 20 kriegen oder euch die Fragen beantworten, die ihr braucht, welche Skills für welchen Charakter effektiv sind, um damit zu leveln. Dann haben wir noch Systemanforderungen, Freunde der Sonne. Das müsst ihr für euch selber ausmachen. Also, ich weiß ja nicht, was für ein System ihr rockt, ob ihr PC rockt oder Konsole und so weiter und so fort. Wenn ihr hier, wenn euch das hier interessiert, ich verlinke euch hier den Blogpost natürlich unter dem Video. Da könnt ihr für euch schauen, ob das Ding läuft. Aber wenn man mal hier schaut, Mindestanforderungen, ist schon ganz klar, dass auf jeden Fall Diablo 4 definitiv auch auf dem Toaster laufen wird. Also, wenn ihr genauso wie ich nicht den neuesten Rechner habt, sollte das auf jeden Fall klar gehen. Codeanlösungen zur Vorabzugang, wie gesagt, und hier unten machen sie noch Werbung für eine überteuerte Premium-Statue, die sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, keiner kaufen wird. Also Leute, wie gesagt, jetzt habt ihr die Infos. Ich wollte das relativ kurz halten, euch das alles mal so ein bisschen bündeln,
dass ihr euch die ganze Wall of Text nicht geben müsst. Die Quintessenz hier ist einfach: erste Beta, 17. März, 17 Uhr bis 20. März, 20 Uhr, sehr, sehr gut zu merken. Und zweite Beta-Phase geht vom 24. März, 17 Uhr bis zum 27. März um 21 Uhr. Insgesamt 6 Tage, etwas mehr als 6 Tage, um uns schon mal ein bisschen anzuhypen und anzufixen auf hoffentlich unter allen Vorbehalten das beste Spiel der letzten 10 Jahre. Oder sagen wir besser seit Release von Diablo 3, denn ich bin ein riesengroßer Fan. So, wie gesagt, jetzt seid ihr fit für das Ding. Dank fürs Zuschauen und jo, ich hoffe, ihr haltet die Zeit jetzt noch ein bisschen durch, bis es losgeht. Bei mir wird es jetzt schlimm, bei mir ist das wie ein kleines Kind vor Weihnachten. Jeden Tag gucke ich auf den Kalender und es wird einfach nicht besser. Also wisst ihr Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns sonst hier im nächsten Diablo 4 Guide oder im Stream auf YouTube oder Twitch. Bis dann, bin ich raus, Leute. Peace.